Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück hier auf der Niemandsland im From Zero to Hero Projekt. Und ja, ihr seht es schon am Kontostand, im Thumbnail steht noch minus 8000 irgendwas. Aber ihr seht schon, es sind mittlerweile 25.000 plus. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das so schnell hingekriegt habe, schaut gerne in der vorherigen Folge vorbei. Da habe ich nämlich ein bisschen was verkauft. Naja, von unserer sekundären Einnahmequelle. Aber muss auch sagen, nein, ich habe das ja gestoppt über den Winter. Also ich habe das nicht durchgehend produzieren lassen. Und ich habe das gestoppt. Und ja, das hat uns jetzt sozusagen gut den Allerwertesten gerettet. Naja, wir waren zwischenzeitlich bei minus 12.000 und sind jetzt auf plus 25.000. Also das ist schon so eine kleine Lebensversicherung, das Sägewerk. Und es ist deutlich effizienter, das Holz da reinzubringen, wo es dann eben ganz einfach in Bretter, lange Bretter, Fertigwände und so produziert wird. Und wir dann das einfach verkaufen können für einen sehr guten Taler. Wirklich sehr, sehr guten Taler. Aber ja, so ist das nun mal. Das müsste jetzt eigentlich hier Donnerstag der 12. sein. Wenn ich mich recht erinnere. Oder was heißt erinnere, wenn ich das jetzt richtig kalkuliere. Das heißt, morgen, der 13. September, ist mein letzter Urlaubstag. Und am 14. September fahre ich wieder zurück in die Heimat. Aber das heißt, da wird dann halt auch sehr wenig von mir kommen. Also es wird zwar täglich ein Video kommen. Also Montag bis Freitag natürlich. Zur gewohnten Uhrzeit. Ja, und vielleicht, wenn ich dann mal Urlaub irgendwo auf den Feldern Südfrankreichs Landwirtschaft sehe, werde ich das natürlich filmen und euch auf Shorts mal hochladen. Oder auch, weiß nicht, auf Facebook veröffentlichen. Also alle, wo wir auf Facebook folgen wollen, können das gerne tun. Da heißt ich, die Seite heißt auch Gaming Gonzo. Einfach mal suchen und folgen. Da erfahrt ihr auch immer alle neuen Updates zum LS25. Mehr wie hier auf dem YouTube-Kanal aktuell. Das heißt, ich bin auch gerade eben die Facebook-Seite am Aufbauen. Schaut gerne da mal vorbei. Aber ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt schon verlinkt habe hier in YouTube. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist das da. Es ist was da. Das habe ich hier natürlich angehalten. Das wollte ich nicht tun, aber egal. So, solange wir jetzt hier halt nicht wieder extrem ins Minus geraten, müsste das eigentlich passen. Aber ihr seht schon, ich halte ungefähr fest an dem Fuhrpark, was wir aktuell haben, weil mir der eigentlich reicht aktuell. Weil wir haben noch nicht deutlich mehr Fläche. Also ich sehe aktuell noch keine Notwendigkeit, den Fuhrpark nochmal zu erweitern. Oh, das war vielleicht ein Tick zu weit. Nein, das ging noch. Oh. Ich bin mal gespannt, wann wir dann hier überhaupt fertig sind mit dem Ballenpressen etc. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen Holz, was wir ins Sägewerk bringen können. Aber da
bin ich guter Dinge, dass wir das alles noch schaffen werden. Bin ich wirklich sehr guter Dinge. So, einmal rumfahren hier wieder. Also ihr seht ja schon, es geht ja wirklich hier schlagartig jetzt Richtung Ende mit dem Schwaden. So. Wunderbar. Ja, müsste wahrscheinlich hier wieder ein bisschen was stehen lassen. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum der hier wieder so eine halbe Spur stehen lässt. Gefühlt. Egal. Und das soll dann mit dem Mähwerk dann anders werden. Mit dem nächsten. Na, da haben wir ja dann mit der Schwadablage integriert. Und da hoffe ich mir einfach auch ein bisschen mehr Effizienz, weil dann brauchen wir nicht mehr hier nochmal drüber fahren. Das passt dann. Gut, theoretisch könnte man auch sagen, komm, wir gehen direkt auf den Big M. Aber nee, das ist noch ein bisschen unnütz. Das ist noch da noch ein bisschen unnütz, wie ich finde. Ja, Big M haben ja eigentlich auch nur die ganz, ganz großen Landwirte. Oder eher die Lohnunternehmen. Von Lohnunternehmen sind wir noch meilenweit entfernt oder ja Ewigkeiten entfernt. Jetzt habe ich es, ne? Dass wir hier sagen könnten, let's go. Aber gut. Ich will mich jetzt hier so langsam aber sicher ausbauen. Ich denke auch, dass wir das hinkriegen. Das sieht ja schon mal deutlich besser aus wie zum Start des Streams, ne? So, ich werde hier einfach stumpf weiterfahren. Aber wenn ich jetzt da sozusagen die Schwad vom Vorgewende kaputt mache. Eigentlich nicht. Können wir eigentlich auch so machen. Ich glaube, so machen sie es dann auch in echt. Bin mir jetzt unsicher, ob sie das auch so in Real Life machen. Da haben wir jetzt eben das Problem, jetzt kommen wir hier so schlecht rein. Ja, theoretisch können wir so reinfahren. Aber ob das so das Rätsel des Lösungs, des Rätsels Lösung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich lasse es einfach. Oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen was stehen lassen. Schade, schade, schade. Jetzt haben wir hier extrem Knick, ne? Das ist halt. Oh, ich weiß halt nicht, ob das so in Real Life gemacht wird. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wie bei solchen Feldern es die Bauern im Real Life machen. Also habe ich auch wieder was stehen. Eieieiei. Na komm. Den letzten Rest hier kriegen wir ja auch noch jetzt geschwadet.
sag mal, gegen Ende leicht unsauber gearbeitet, aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. Aber Alt W gedrückt zum das den VCA rauslöschen. Jetzt beginnt dann die lustige Ballenpresserei. Aber die Frage, sollen wir vielleicht direkt auf eine große Ballenpresse gehen? Direkt mit Wickler schon? Mal sagen, gucken wir mal, was die kostet, oder? Und ob sich's lohnen würde. Ich würde mal schätzen, ja, es würde sich lohnen, weil wir dann nur noch einmal fahren müssten. Ah, schauen wir einfach mal. Das Geld hätten wir ja, ne? Das Geld hätten wir. Wir haben auch 190 PS zur Verfügung. Ah ja, die Pöttinger zum Beispiel. Wer was oder eben hier die. Der Klaas. Einmal Rundballen pressen. Dann haben wir hier die Anderson-Presse. Da haben wir ja auch ein bisschen Göweih pressen. Aber eine Göweih-Presse nehmen. Die kann eben nur 125er, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Oder gehen wir hier auf eine Masse, eine Klaas, die kann auch nur kleine, die kann ein bisschen größere. Theoretisch würde uns ja die reichen. Theoretisch. Das würde die kosten 4.300. Was ist der Aufpreis für die Pöttinger? Doch 700. Na komm. Mach mal. Das machen wir. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die Ballenpresse erstmal leer kriegen. Das geht wahrscheinlich schneller als uns lieb ist. So, dann war es, glaube ich, die Taste hier zum Auswerfen. Jawohl. Jawohl, das hat soweit geklappt. Müssen wir jetzt hier den abstellen und dann nehmen wir den Wickler. Das ist auch das letzte Mal, dass wir den jetzt erstmal benutzen. Hoppala. So. Das letzte Mal, dass wir jetzt den Wickler hier benutzen. Hoppala. Uiuiui. Weil wir jetzt ja die Presswickel-Kombi dann haben. Geht es ein bisschen effizienter. Ein bisschen. Ja, einmal entladen. So, das heißt, der Träger hat jetzt ja auch erstmal ein wenig Pause. Jawohl. Jetzt fahren wir mit dem natürlich zum Shop. Hoppala. Was heißt zum Shop? Da holen wir jetzt natürlich unsere Ballenpresse ab. Und hier geben wir die natürlich zurück. Und den Wickler geben wir zurück. Boah. Jetzt sind wir fast hier noch durch das ganze Rumgeklicke gegen das Gebäude gefahren. Aber nur fast. Na gut, und die Fendt, wo ich ja mir da angeguckt habe, das sah ein bisschen komisch aus, ne? Wenn wir die jetzt ziehen würden mit einem John Deere. Weiß ich nicht. Ob
das so intelligent gewesen wäre, aber als erstes stellen wir hier mal um auf 150er Ballen. Das ist wichtig, dass wir nachher eine einheitliche Ballengröße haben. Wunderbar, jetzt geht's los. Aber das wäre es dann auch erstmal gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.